Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute jagen wir ein paar Dinosaurier in VR. Wir zocken Primal Hunt auf der MetaQuest 2. Und wie der Name schon sagt, das ist ein Jagdspiel. Aber tatsächlich kein stumpfer Wave-Shooter, sondern wir haben so Missionen. Wir sind in einer offenen Welt, auf einer Karte. Und dann müssen wir auch Spuren suchen und auf unsere Energie achten und auch schleichen und all so ein Zeug. Und da werde ich euch einige Szenen zeigen. Vielen Dank an meine Sponsoren, Woodlus VR, Oppermann Events, Virtual Escape, Slim Beats und Aero Flight FS Flight Simulator. Viel Spaß im Video und los geht's! Voodoo.de. Willkommen Leute, da sind wir. Ja, das hier ist unser Hub quasi. Und von hier aus können wir verschiedene Sachen machen. Wir können hier Trophäen, was wir alle schon geschafft haben. Wir können ein bisschen Schießübungen machen. Aber hier, das ist der Hauptbildschirm. Und da können wir in die Kampagne gehen. Wir haben ein paar kleine Einstellungen. Seit wann macht man das hier? Ja gut. Ja gut, hier, wir haben hier Vignetten. Ja, die mache ich jetzt mal aus, ja, weil es ist halt gegen Motion Sickness. Hier können wir noch eine freie Bewegung, Handfolgen, Kopffolgen. Hier können wir mal auf Handfolgen machen. Audio, Gameplay. Hier kann man dann noch Höhenverstellung und all so ein Zeug machen. Avatar kalibrieren. So, und hier haben wir unsere Fertigkeiten. Wir kriegen immer Fertigkeitenpunkte und dann können wir hier das in verschiedene Sachen investieren. Zum Beispiel verbesserte Pfeile hier oder mehr Gesundheit. Und da gibt es allen möglichen Krempel, den wir nach und nach freischalten können. Das ist hier unser Chef quasi, der gibt uns immer Anweisungen. Ja, und wir können jetzt hier quasi Missionen wählen. Wir Congratulations. You have unlocked a new zum Beispiel das. Taking you to the Trihorn Plains region. This hunt will get you comfortable with your armor, weapons and the environment itself. Review your hunter's permits, as well as explore your custom options for your loadouts. Your quarry in this hunt is an adult Gallimimus. They are rather skittish around any perceived threat, but can reach top speeds over 40 miles per hour. Because of our overbreeding, they are not the most intelligent of our quarry, but still a fun hunt. They pose no real threat, but keep your eyes open in this region. There are other dinosaurs roaming around that are more dangerous. Ja, man kriegt hier also das Ziel angezeigt. Das ist jetzt hier so ein Kollege, ist ein Pflanzenfresser. Kriegt man noch angezeigt, wie die Karte aussieht. Dreihornebene heißt das. So, und wir müssen mindestens einen Stern erreichen. Hier können wir unsere Ausrüstung noch festlegen. Die können wir nach und nach verbessern. Kinetikpfeil haben wir jetzt und Enterhakenpfeil. Wir haben sonst noch nichts, weil wir das noch nicht freigeschaltet haben. Hier gibt es noch Sprengen, Anker, Flinten, Sucherpfeile, weiß der Geier. Hier können wir noch unsere Handschuhe, unsere Gravity Gloves und all so. Und diese Rüstung können wir noch verbessern und. Ja, wir gehen aber jetzt zur Jagd und jetzt drehen wir uns um und der Teleporter ist aktiviert und dann sagt er jetzt hier, Ziel ist Dreihornebene und wir gehen dann mal da rein. Ist das cool? Also ich fand so das bisher ganz interessant. Also das war jetzt zumindest am Anfang noch kein stumpfer Wave-Shooter, weil man durchaus verschiedene Sachen machen muss. Jetzt Welcome to the Trihorn Plains. Oh, guck mal. The breeding ground of one of our most majestic dinosaurs, the Triceratops. These creatures can get up to 10 feet long. So, wir haben eine Karte. Weigh over 12 metric tons. But your hunting permit is for something more adequate to your skill level. Make sure to stick to your permit and avoid any dinosaur that is out of your league. You can always check your permit and progress by opening the data pump on your golf. Data. So. Ja, hier sehen wir unsere Ziele, unsere Karte. Das können wir alles auch wieder zumachen. So, dann haben wir Y, da haben wir hier unseren Pfeil. Und auf der rechten, im rechten Controller können wir noch zwischen dem Enterhaken-Pfeil wechseln, hier. Und den können wir jetzt hier dahin schießen. Zack. Und dann sind wir nämlich hier auf der anderen Seite. Mit Y können wir den Bogen wieder wegstecken. Dann können wir das hier aufmachen. Und wir können Pfeile holen. So sieht das aus. Den könnten wir jetzt jagen. Ist aber eigentlich nicht unsere Aufgabe. Wir haben hier noch, wenn wir an den Kopf klicken, das sogenannte Artemis-System.
und damit können wir verschiedene Sachen scannen oder Hinweise scannen. Hier ist gerade im Moment nichts. Deswegen gehen wir einfach mal, wir gucken mal kurz, wir gehen einfach mal so in die Richtung hier von dem. Schauen wir mal. Wir müssen nämlich so Spuren finden, damit wir wissen, wo unsere Beute ist. Da oben hängt ein Ei. Was ist das denn? Kann man das? Nee, kann man nicht scannen. Hm. Das? Ah, das kann man scannen. Seht ihr? Gamma-Rayner's DNA Dann. Detected on the bot. Ah. More data is needed to gather the target's location. Your map has been updated. So, jetzt haben wir nämlich einen Hinweis gefunden. Und jetzt müsste es einen anderen Suchradius geben. Seht ihr das? Und da müssen wir jetzt hin. Also, das ist nicht einfach nur stumpf schießen tatsächlich. Ich meine, die Grafik sieht... Das sieht schon scheiße aus, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist hier einfach eine Textur am Boden. Ja, das Gras sieht auch aus wie Copy-Paste, ist es auch. Das ist halt schade, ne? Also da hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr gehofft, aber naja gut, dann ist das halt so, ne? Hier könnten wir jetzt auch wieder rüber schwingen. Da hinten, da, seht ihr, da ist ein Hinweis. Da gehen wir mal hin. Und da sind auch schon, das sind aber nicht die, die wir brauchen, sondern andere. Oh, der kommt, der kommt. Komm schon. Puh. Ah, ich habe was vergessen. Wir haben noch ein Schild. So, können wir mit der Triggertaste drücken. Das ist natürlich auch noch gar nicht so unwichtig. Da hinten ist nämlich was. So. Und schon haben wir wieder einen neuen Suchradius. Der ist genau geradeaus. Gucken wir mal. So, wir sind wieder im Suchradius. Machen wir das Ding wieder an. Das ist jetzt noch nichts. Da ist ein Triceratops. Da! Kann mir das Wasser? Das weiß ich noch nicht. Doch, ich denke schon. Da ist was. So. Wir haben die Spuren. Na? Zack. So, und ich glaube, das ist jetzt schon. Wir müssen mal ein bisschen Energie aufladen. Kurz. Hier steht das. Seht ihr das auf der Karte? Da ist so eine Packung. Ein Medikit, sagen wir mal so. Hier. Die Karte nervt mich gerade ein bisschen. So. So, das können wir hier aufmachen. So, und das können wir uns jetzt reinballern. Seht ihr, da oben auf dem HUD haben wir dann jetzt mehr Energie. Da ist das Vieh. Ich glaube, da ist das Vieh schon. Ja, so einen müssen wir jagen. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Remember, your Artemis system allows you to tag targets with the A button to make tracking them easier. Na? Wir können auch... Na, eigentlich... Dash geht nicht super. So, die sind jetzt abgehauen und ich habe leider keine Energie mehr. Super. Müssen wir langsam gehen. Da ist er. Der ist schon angeschlagen, wie ihr seht. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Das ist natürlich genial, ne? Wir haben auch noch
eigentlich so Fallen. Wir müssen mal gucken. Da. Wir müssen Pfeile holen, das bringt nichts. Sonst kommen wir hier nicht weiter. So, dann nehmen wir wieder den Enterhakenpfeil, genau. Zack. Zack. Und hier sind hoffentlich Pfeile drin. Nein! Habe ich falsch geguckt? Da sind Pfeile drin. Komm. So. So, wir können das aber trotzdem mal aufsammeln. Weil, dann haben wir nämlich wieder voll Energie. So, jetzt gucken wir kurz. Da lang. Man kann den Grip-Button auch festhalten. Dann kann man sich hier in der Luft halten. Das geht auch. So, jetzt müssten wir aber im Prinzip mit 15 Pfeilen genug haben, um das Vieh zu erledigen. Ja, seht ihr, also jetzt ist man halt noch wirklich sehr schwach, also man kann noch nicht so lange laufen und so. Das kann man natürlich dann mit den Fertigkeiten später aufrüsten, damit man auch hinterher noch schnellere Dinosaurier jagen kann. Weil die sind natürlich dann jetzt langsam. Wohin laufen die? Läuft weg, ne? Hä? Die laufen weg? Tolle Wurst. So schnell komme ich leider nicht hinterher, das ist das Problem. Dumm. Oh, jetzt bleibt aber auch mal stehen, sonst wird das hier nichts, hm? Ihr Säcke. Ich muss ein bisschen erholen, sonst bringt das nichts. Da sind sie. Da sind sie. Das ist der andere, ist schon verletzt, ne? Ey, sag mal, wie viel hält er denn aus? Jetzt habe ich bald wieder keine Pfeile mehr. Mein Gott, die Karte ist so nervtötend. Die brauchst du aber halt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie viel der aushält. Jetzt läufst du schon wieder. Also es ist schon ein bisschen nervig, ja, die ganze Zeit hier hin und her zu latschen. Jetzt bist du schon wieder die ganze Zeit. Kannst halt hier mit diesem System kannst du die natürlich verfolgen. Wie viele Pfeile habe ich überhaupt noch? 6. Oh, ist das, also das mit der Ausdauer ist schon wirklich sau nervtötend am Anfang. Definitiv. Das Ding habe ich hier fallen lassen. Yum, yum, yum. Wow. Ja! Das war dumm von ihm. Nice shot. Collect your quarry and head back to the lodge for your next permit. So. Und jetzt. Warte mal, wo ist denn... Genau, man kann hier zurück in die Portale gehen. Für das Ausweiden. Ach so, Moment. Na komm. Jetzt... Manchmal noch nicht so ganz verstanden, warum ich das nicht jetzt... Primal Hunt, Leute. Tatsächlich ist das ein bisschen besser, als ich dachte. Weil ich dachte, das wäre ein stumpfer Dino-Shooter, Wave-Shooter oder sonst irgendwas. Man kennt das ja mittlerweile, was es da für einen Schrott in VR gibt. Aber das ist ein bisschen besser tatsächlich. Man hat so eine Missionsübersicht, man hat eine Aufgabe. Man schießt nicht nur stumpf, man muss auch Hinweise finden und so. Das ist schon okay. Das macht schon mehr Spaß, als ich dachte. Man hat da auch die Fertigkeiten, man muss gucken, ah, habe ich noch genug Energie und so.
Ja, man kann sich entlang hangeln und klettern. Ja, das ist schon okay. Und dann dieses Looten da, wo du dann so das auflasern musst und das Herz dann so verrückt, ja. Aber das ist, ja, kann schon was. Dachte ich wirklich, das wäre nicht so geil. Aber es ist okay. Ihr habt es gesehen, die Grafik ist natürlich nicht so der Burner, aber mein Gott. Primal Hunt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein, ciao. Voodoo.de